Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, Leute, das hier ist die Kirche. Da kann nicht alles voller Blut sein. Sowas wie einen Reinigungsauftrag kann ich leider auch nicht geben. Ich meine, wir haben eine Water Source hier. Muss ich die vielleicht größer machen? Wenn sie schon überlappend ist, so. Dass von hier Wasser geholt wird zum Reinigen. Bei Buckets haben wir. Wir haben auch wenigstens endlich wieder Zugang zu dem Ding hier. Hier wird, glaube ich, gerade auch ein Tempel eher errichtet. Ah, ich habe hier noch zwei Coffins. Hier sind immer noch zwei meiner Zwerge eingesperrt. Rock Statue und Rock Throne werden hergestellt. Trinken und prepared food. Gucken wir mal kurz. Ja, ist genug da. Hier liegen noch Backenzähne herum. Es werden immer mehr Zwerge wütend, okay. Wer ist denn jetzt schon wieder wütend? Also gucken wir mal durch. Unser Janitor ist wütend. Warum ist unser Janitor wütend? Er kann nicht wandern und er kann nicht kreativ sein. Okay. Wen haben wir noch? Den Caged Soldier, das ist klar. Das Kind und ein Dwarven Baby ist auch
pisst. Okay. So, dann canceln wir mal den Dump hier. Machen als nächstes die Ebene platt. So, hier wird noch fleißig geschafft. Okay, wir haben alles, was wir brauchen, damit der eine Mysterious Construction beginnen kann. Das Dwarven Child hier. Das ist gut. Auf den habe ich nämlich auch total vergessen. So, und ja, da haben die Jungs was zu tun, ein bisschen. Hier kann ich schon mal eine Tür platzieren. Wie viel Plants habe ich denn so zurzeit? Plants. Bitter Wedge, Potato, jede Menge Plum Pelmets, Buzz Weed Pots, Quarry Bushes, Strawberry Dimple Cup. Ich habe gerade keinerlei. Also Tobol Uristan, Dwarven Child has created Etesgidus Sickle Dazzle, a menacing Dogbone Spike. She offered it to the Brazen Brothers. Okay. This is a menacing Dogbone Spike. All craftsmanship is of the highest quality. It is encircled with bands of table cut white chalconite. This object menaces with spikes. Spikes of Dogbone, Shark and Dogleather. Okay. Ja. Auch gut. Warum liegt hier ein Haufen? Ach so, ja, weil unser Hallo, ich will umschalten. Ich will erlauben, bitte, nicht verbieten. Hier wird auch irgendwie nicht aufgeräumt. Ah. So, dann kann ich ja schon mal hier die zwei Reihen an
Chairs platzieren. So, dann würde ich sagen, letzte Ebene wird jetzt hier rausgechannelt. So. Gut, hier sind wir auch soweit fertig. Also platzieren wir ein. Müsste ein Offering Place sein. Dann brauchen wir noch Statuen. So. Und weiter geht's. Oh, das hier oben ist noch gar kein Meeting Hall, also keine Dining Hall. Dann so. Und dann wird das ein neue Gildenhalle. Das war, glaube ich, für die Ranger-Gilde. So, gucken wir mal kurz. Das ist die. Quartzwurfs und das ist die Farmer. Das heißt, das hier ist die Range. Ja, Hall of Paper, ja. Jetzt haben wir drei Gildenhallen für unsere drei Gilden. Und brauchen jetzt nur noch. Hier und das sollte ein neuer Tempel werden. Oh, Alert. Wip. Oh, da ist was eingebrochen. Wenn die nicht aufpassen, bin ich da gleich wieder was sein. Ja toll, jetzt kommt man da nicht mehr ran, oder wie?
Komm. Nehmt einfach mal Schalk. Wobei eigentlich, kann ich das so entfernen? Nein. das war gemein. Ich habe einen Zwerg getötet. Gut, ich habe einen von ihnen getötet. Auch gut. Das wird mir eine Lehre sein. Has been found dead. Ja. Und dann im Stein zermatscht. Hey, neues Kind. So, jetzt noch Remove. Die Ramps. Dann können wir den hier schon mal auflösen. So, und dann bitten wir noch die Leute, die ganzen Steine hier wegzuschaffen. Mann, an manchen Stellen liegen echt viele Steine rum. Ah, und man sieht's. Chalk Cavern Floor. Also Chalk ist außerhalb, während Chalk Cavern Floor halt innerhalb ist. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. High and Low Traffic Areas.
Oh, haben wir einen neuen Baron? Das sagt die Nachricht da jedenfalls gerade, sobald es mal geladen, gespeichert hat. Das ist ja schon mal gut, dass ein Autosave gekommen ist. Has been found. Tame Dog has been found dead? Okay.